Guten Morgen, Leute. Wir haben gerade 6 Uhr in der Früh. Gestern ganz spät vom letzten Termin nach Hause gekommen, noch schnell meine Sachen gepackt, dann schnell schlafen gegangen. Es war 1 Uhr, jetzt um kurz vor 6 wieder aufstehen. Erster Schultag steht an. Viele stellen sich ja immer die Frage, geht er noch zur Schule? Was macht er eigentlich? Fährt er nur Rennen? Nein, natürlich, ich gehe noch zur Schule. Ich mache gerade mein Abitur. Ist natürlich alles schwierig mit Motorsport zu vereinbaren und ja, da muss man viele Opfer bringen, aber man will das natürlich so schnell wie es geht durchziehen, die Schule. Von der Schule geht's dann zu Liqui Moly, da haben wir noch einen Termin und ein paar Gespräche. Von Liqui Moly dann direkt zum Sachsenring. Am Sachsenring, ja, der erste Tag, ihr kennt es, es wird aufgebaut. Wir nehmen euch natürlich mit, wie das alles abläuft, was wir machen, was für Termine ich habe. Und wir werden uns natürlich den Trackwalk mal anschauen, aber jetzt geht's für mich erstmal in die Schule. Also Leute, die Schule ist vorbei, jetzt geht's an Sachsenring. Vorwärts schauen wir noch bei Liqui Moly vorbei und let's go! Wir sind jetzt in Ulm auf dem Weg zu Liqui Moly. Was da natürlich nicht fehlen darf, sind die passenden Klamotten. So sieht es dann aus und wir sehen uns jetzt gleich wieder. Neigungen zu erklären. Komm, der filmt es. Ja, der hat schon. Komm, noch ein Facebook. Komm, bestimmt gut. Das sind die Neigungen von unserem Herrn Baumann. Genau. Noel Ton und dann drückst du das als Teamleitung nicht. Ja. Ja. Der Termin ist vorbei und jetzt geht's ab zum Sachsenring. Wir sind jetzt angekommen. Eine ziemlich lange Reise. Die Jungs haben schon alles aufgebaut. Für uns heißt jetzt schlafen gehen und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis morgen. Danke fürs Zuschauen. Und Tag 2. Wir sind angekommen. Es regnet leider, aber das hält uns nicht auf. Ihr kriegt jetzt ein Zeltporn. Massage fertig. Da wir ja in der TCR Germany ein Testverbot haben vor dem Wochenende, heißt, dürfen wir nicht vorher mit den Autos drüber fahren. Wir haben jetzt Donnerstag und natürlich will man als Fahrer gucken, dass wir nochmal über die Strecke kommen. Ein Trackwalk ist nicht möglich, weil Autos fahren. Jetzt hat mich ein Kumpel angerufen, der nimmt mich in sein BMW mit, dass ich mir nochmal die Strecke anschauen kann und ich würde sagen, da sehen wir uns dann gleich wieder. Okay. Läuft. Geht.
leck mich fett. War direkt links raus. Oh. Danke. Und was sagt er? Pole Lab. Ja, natürlich. Ohne Probleme. War schon toll. Wir haben jetzt, bei uns ist jetzt Trackwalk angesagt. Wir haben Paul, unseren Drivers Coach, dabei und gehen jetzt mal um die Strecke und so sieht es aus. Also, Trackwalk ist vorbei. Der Holz friert ein bisschen. Kaum. Wir gehen essen und dann pennen. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Und sorry, wenn es ein bisschen verwackelt ist. Es ist sehr kalt hier. Und Lucky, wie war's? Bis zum Wiegen sehr gut. Aber war sehr geil. Ich glaube P6, oder? Ja. War richtig cool. Auto hat sich mega angefühlt, hat mega Spaß zum Fahren gemacht. Wir können eigentlich ein paar Onboard-Aufnahmen einblenden, oder? So, wenn dir das recht ist. Die Tricky Moments blenden wir euch jetzt mal ein. Ihr habt es gesehen, war mega da draußen, war enorm schnell, Auto hat sich super angefühlt, Mechanik haben einen super Job gemacht. Wir bereiten uns jetzt vor aufs zweite Training, gehen vorher noch was essen. Nee. Und dann sehen wir uns. Super, Ingo. P1, richtig, oder? Geil, ja. Richtig geil. Arsch, das war so geil, das hat so Spaß gemacht. Boah, und richtig krass, ich würde sagen, schaut es euch selber an. Hier sind ein paar geile Szenen.
Ja! Ruhig! Ruhig! Entschuldigung, darf ich gar nicht sagen, gell? Ja, komm mal, pieps. Ruhig! Mille grazie. Bravo. Good job. Mille grazie. Super. Ja, Qualifying war mega. Pole Position P1 und morgen mein erstes Rennen vom Pole. Mega. Also Luca auf Pole, was sagst du, Franz? Voll geil. Einfach nur voll geil. Aber ich pisse mich jetzt schon ein. Ich auch. Start verkackt. Ja, und Lauf ein bisschen durchgegangen. Kupplung zu schnell kommen lassen und dann, boah. Mit 17 Jahren darf man das. Ich denke, wir können eigentlich das Start mal einblenden, oder? Ja, wir können auch noch mehrere Sachen einblenden. Ich würde sagen, wir blenden euch jetzt zum Start ein, dann blenden wir euch das geile Überholmanöver gegen Herrn Österreich ein. Ungefähr das geilste Überholmanöver, das es in dem ganzen Rennen gab. Und dann, meine Damen und Herren, blenden wir den Zweikampf mit dem Herr Halder ein, der hier gerade wegläuft. Dabei. Nur freilich. Du musst laufen. Ja. Genau, er hier. Und schaut es euch an. Viel Spaß.
War gut, oder? Ja, sehr gut. Cool. Jetzt machen wir noch Party. Morgen früh Schule. Ja. Wie schaue ich eigentlich aus? Scheiße, wie immer. Aber war geil, oder? Richtig geil. Auto war mega bis zum Schluss. Ich glaube, zu behaupten, vom Setting war mein Auto das allergeilste und schnellste. Knapp war es zum Schluss. Jetzt nur ein gescheiter Fahrer, dann gewinnt er das. Nee, aber war gut. Ja, abonnierst du und hier schaust du ein neues Video.